Herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute bauen wir ein richtig cooles Waschbecken aus Beton. Beginnen werden wir wie immer mit dem Schalungsbau. Das wird diesmal eine etwas aufwendigere Sache. Da würde ich sagen, legen wir einfach los. Für das Betonwaschbecken brauchen wir zwei Schalungselemente, eine innere Schalung und eine äußere Schalung. Und ich werde jetzt hier mal mit der inneren Schalung beginnen. Die habe ich aus dünnen MDF-Platten und Styrodur-Platten hergestellt. Das ganze Styrodur, was ich hier benötige, habe ich mir erstmal auf der Tischkreissäge zurechtgeschnitten. Da braucht ihr nicht unbedingt eine Tischkreissäge, das kann man auch ganz einfach mit einem Cuttermesser per Hand zurechtschneiden. Aber mit einer Tischkreissäge geht es natürlich einfacher, weil man hier immer genau rechtwinklige Schnitte hat und natürlich geht es auch um einiges schneller. Die Umrisse des Waschbeckens habe ich mir schon mal ausgeschnitten, habt ihr ja gesehen. Ich habe mir hier auch schon mal die Diagonalen eingezeichnet, sodass ich nachher weiß, wo der tiefste Punkt sein wird. Also der tiefste Punkt wird nachher der Abfluss sein, sodass das Wasser dann auch ablaufen kann. Ja, jetzt kommt der schwierigste Teil, nämlich die Schrägen richtig hinzubekommen und damit machen wir jetzt weiter. Für die Abstandshalter, die später das Gefälle des Waschbeckens sein werden, habe ich wieder Styrodur verwendet. Ja, und wie ihr sehen könnt, lässt sich das Ganze wirklich gut mit dem Cuttermesser schneiden. Ja, das Gefälle bei meinem Waschbecken beträgt auf eine Länge von 40 cm hier 6 cm. Kann man natürlich auch deutlich geringer machen, aber letztendlich wird dadurch dann auch die Optik entscheidend beeinflusst. Und flache Waschbecken sehen zwar cool aus, sind aber auch nicht immer praxistauglich. Ja, das Ganze schaut heute schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Jetzt müssen wir die Teile nur noch auf der Bodenplatte befestigen und dazu nehme ich Silikon. Zum Verkleben der Schalungsteile habe ich hier ausnahmsweise mal kein 0815 Silikon verwendet, wie ich es sonst immer zum Abdichten verwende. Das ist hier ein Industrieprodukt von Otto Siehl. Ja, das hat eine deutlich höhere Klebekraft, auch eine ganz andere Konsistenz und zieht auch schneller an. Ja, wie gesagt, ist natürlich auch deutlich teurer. Ich werde es euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, aber zum Schalungsbau hat sich das Silikon echt bewährt. Die Schalungsform für das Betonwaschbecken muss jetzt natürlich außen aber auch noch mit Holz verkleidet werden. Ich habe mir hierzu ja, so eine Spanplatte besorgt. Das ist eine 3 mm starke Platte. Die ist flexibel und die werde ich mir jetzt auf der Tischkreissäge in die passenden Maße zurechtschneiden. Die MDF-Platten, die ich hier verwende, die haben eine Materialstärke von 3 mm. Dadurch sind sie sehr flexibel und eignen sich echt gut für den Schalungsbau, weil man sie leicht verarbeiten kann und sie eine glatte Oberfläche haben, die man dann gleich als Schalung verwenden kann. Ich habe ja jetzt in der Vergangenheit schon mehrere Waschbecken aus Beton gebaut. Ja, und der Schalungsbau, muss ich sagen, der ist jedes Mal eine Herausforderung. Das macht auch Spaß, sich da immer wieder was Neues einfallen zu lassen. Und ja, mein Ziel ist natürlich immer kompliziertere Schalungen selbst herzustellen. Mal schauen, was da in Zukunft noch alles so kommen wird. Als nächstes habe ich dann mit der Verkleidung der Schrägen weitergemacht. Ja, das sieht jetzt hier kompliziert aus, ist aber gar nicht schwer. Da orientiert man sich am besten immer am Mittelpunkt des Abflusses, also da, wo in der Mitte alle Linien zusammenlaufen, misst sich Dreiecke aus, überträgt sich die auf das Holz und schneidet sie sich dann einfach mit der Tischkreissäge oder der Stichsäge eben aus. Ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, die Tischkreissäge verwendet, ohne Anschlag. Das muss hier nicht auf einen Millimeter genau sein, weil die Zwischenräume, die dann später entstehen, noch ausgespachtelt werden. Ja, die Schalung für das Betonwaschbecken nimmt langsam Gestalt an, würde ich sagen. Die Verkleidung ist auch fertig, ist ganz gut geworden, ich bin echt zufrieden. Ich werde jetzt hier die einzelnen Teile noch mit Silikon auf der Konstruktion fixieren, danach noch die Zwischenräume hier ausspachteln.
Dazu nehme ich MDF-Spachtelmasse und dann kann man das Ganze glatt verschleifen. Ja, so, dann machen wir erstmal noch mit dem Silikon weiter. Nachdem das Silikon dann etwas angezogen hatte, habe ich dann, wie bereits erwähnt, die Übergänge an den einzelnen Platten verspachtelt. Ich habe hierzu MDF-Spachtelmasse verwendet. Ja, das ist so die günstigste Variante, würde ich sagen. Man kann natürlich auch alle anderen Spachtelmassen verwenden, die sich bis auf Null abschleifen lassen. Ja, die Übergänge sind dann ordentlich verspachtelt worden. Da könnt ihr ruhig Überstände stehen lassen. Und danach lässt sich das Ganze dann mit Schleifpapier abschleifen, sodass man dann saubere Übergänge ohne Kanten hat. Spachtelmasse habe ich jetzt mal aushärten lassen. Ich werde jetzt die gespachtelten Flächen abschleifen. Ja, das Ganze mache ich mit der Hand und Schleifpapier, sodass wir letztendlich eine glatte Oberfläche ohne Übergänge haben. Wenn ihr jetzt größere Flächen habt, die geschliffen werden müssen, könnt ihr natürlich auch einen Exzenterschleifer verwenden. Aber ihr seht ja, die Fläche, die ich hier bearbeiten muss, die ist so gering, dass man das Ganze ganz schnell mit der Hand machen kann. Ja, zum Schleifen habe ich ja übrigens ein Schleifpapier mit einer Körnung von 240 verwendet. So Leute, ich habe mir hier noch etwas Epoxidharz angemischt. Damit werde ich die Oberfläche jetzt noch beschichten, sodass wir letztendlich eine komplett glatte Oberfläche haben und dass dann ja, das Sichtbetonergebnis entsprechend gut wird. Dem Epoxidharz habe ich hier noch blaue Farbpigmente zugemischt, sodass ich sehen kann, dass überall alles gleichmäßig ja, beschichtet ist. So, damit machen wir jetzt mal weiter und dann sind wir mit dem Schalungsbau schon gleich fertig. Also so viel mal vorab, die Sache mit den Farbpigmenten, die hätte ich mir eigentlich sparen können, ja, weil es letztendlich nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Zum Beschichten habe ich hier ein spezielles Laminierharz verwendet. Ja, das ist speziell für dünne Schichten geeignet und ja, insbesondere zum Beschichten. Das Harz werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich habe dann die komplette Oberfläche eingestrichen, sodass das Harz überall gleichmäßig verteilt war. Auf der Oberfläche bilden sich dann leichte Bläschen. Die kann man nochmal mit einem Heißluftföhn entfernen. Und das Ganze habe ich dann zweimal gemacht und dann war die Oberfläche wirklich komplett glatt. Soweit so gut. Das Epoxidharz muss ich erstmal aushärten, so 1 bis 2 Tage und dann geht's weiter. Ja, damit wäre das innere Schalungselement dann schon fast fertig. Braucht man natürlich auch noch eine äußere Schalung, aber keine Angst, die wird viel einfacher als das innere Schalungselement. Dafür braucht man lediglich ja, hier eine Bodenplatte. Ich verwende hier wieder beschichtete Spanplatten und ja, von der Form her habe ich die schon mal vorbereitet. Das hat die gleiche Form wie das innere Schalungselement, nur ist außenrum ringsum 1,5 cm größer. So. Das Ganze, also die innere Schalungsform, werde ich jetzt auf der Bodenplatte fixieren und dazu werde ich wieder Silikon verwenden. Bei der Fixierung der inneren Schalung, ja, da würde ich euch empfehlen, dass ihr das Silikon nur punktuell auftragt, weil ihr sonst später wieder erhebliche Probleme haben werdet beim Ausschalen, ja, die Bodenplatte dann wieder von der Schalung zu lösen. Danach habe ich dann, wie ihr sehen könnt, die Schalung noch außenrum abgedichtet mit einer Silikonfuge, sodass wir später einen glatten Übergang haben und dass kein Beton unter die Schalung laufen kann. Ja, unser Waschbecken braucht natürlich später noch einen Ablauf, den müssen wir jetzt vorsehen. Und als Aussparung habe ich mir hier so einen Dichtungsring besorgt. Ja, den gibt es in jedem Baumarkt in der Sanitärabteilung. Und hier noch so ein Reststück von dem Siphonset. Das passt genau hier drauf. Und das werden wir dann mit Silikon aufkleben. Ja, aber bevor ich das aufklebe, werde ich hier noch 2 Lagen Klebeband herumwickeln, weil der Beton später, wenn er aushärtet, hat einen geringen Materialschwund und sonst wäre es später eine ziemlich enge Angelegenheit und durch das Klebeband haben wir dann ein wenig Spiel.
Für die äußere Schalung brauchen wir natürlich auch noch die Seitenteile. Ja, die habe ich mir hier schon mal zurechtgeschnitten. Die werden wir jetzt gleich montieren. Aber davor werde ich die innere Schalung noch mit dem Trennmittel einreiben, sodass wir später keine Probleme beim Ausschalen haben. Das Trennmittel wird nur als hauchdünner Film aufgetragen. Wenn ihr da irgendwelche Überstände habt, die müsst ihr mit einem Lappen entfernen. Und nachdem dann alles gut eingerieben war, habe ich dann auch die seitlichen Schalungsteile mit Schrauben montiert. Ja, damit wären wir dann mit dem Schalungsbau schon fertig. War jetzt doch relativ viel Arbeit für eine Einwegform. Aber die inneren Schalungselemente, die kann man sich natürlich auch als Fertigteile kaufen, aus Kunststoff. Kommt man aber in Deutschland schwer ran, gibt es meistens in den USA und sind auch nicht ganz billig. Also so 200 Dollar muss man da schon rechnen. Kommt natürlich immer auf die Ausführung und auf die Größe letztendlich an. Ja, muss man halt entscheiden, was einem wichtiger ist, das Geld zu sparen oder eben die Arbeitszeit. Ja, egal. Machen wir weiter. Ich mische mir jetzt den Beton an und dann wird gegossen. Den Beton für das Waschbeckenprojekt hat mir der Metal Shop zur Verfügung gestellt. Das ist hier der Mobidur. Das ist ein hochfester Möbelvergussbeton. Der ist selbstverdichtend und ja, ist jetzt für die Arbeit, also für das Waschbecken, nicht unbedingt notwendig, weil es statisch nicht besonders anspruchsvoll ist. Aber ja, wie gesagt, ich habe schon öfters mit dem Beton gearbeitet. Der lässt sich echt gut verarbeiten. Ich bin damit zufrieden und deswegen verwende ich ihn. Welchen Beton ihr verwendet, müsst ihr letztendlich selbst entscheiden. Man kann auch ganz normalen Fertigestrich aus dem Baumarkt verwenden. Aber wer einmal mit selbstverdichtendem Beton gearbeitet hat, der hat eigentlich keinen Bock mehr auf den ganzen, ja, auf den Betonestrich. Bei dem hier verwendeten Beton handelt es sich um eine Fertigmischung. Da so Sachen wie Fließmittel und so, die sind ja alle schon in der Mischung enthalten. Und man muss dann lediglich noch Wasser dazugeben. Normalerweise zum Anmischen wird vom Hersteller ein Zwangsmischer empfohlen. Ja, ich habe einen, ihr habt wahrscheinlich keinen. Und deswegen habe ich es hier auch mal mit der Hand probiert. Also wie ihr sehen könnt, es funktioniert ebenfalls. Dauert zwar etwas länger, aber funktioniert. Also wenn ihr einen Handmischer verwendet, dann solltet ihr aber einen richtigen Handmischer verwenden und nicht eine Bohrmaschine mit so einem Hörquill. Damit wird es nicht funktionieren. Ihr braucht schon ein leistungsstarkes Gerät, so wie ich jetzt hier eins verwende. Und ja, dauert dann einige Zeit, also so 5 bis 10 Minuten muss man das Ganze gut durchmischen. Ich habe dann hier zusätzlich noch ein paar Armierungsfasern zugegeben, braucht man auch nicht unbedingt. Und dann kann man den Beton schon verwenden. Ja, so ist die Konsistenz da schon mal richtig gut. Dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Betonieren. Beim Betonieren gibt es hier in dem Fall eigentlich überhaupt nichts zu beachten. Das ist ein massives Betonteil und ja, der Beton wird einfach Stück für Stück in die Schalungsform eingebracht. Der ist so fließfähig, dass er sich von selbst in der Schalungsform ausbreitet. Verdichten muss man hier ebenfalls nicht, weil er, wie ja schon vorhin erwähnt, selbstverdichtend ist. Zur Armierung des Betonwaschbeckens habe ich hier, wie ihr sehen könnt, noch ein Armierungsgewebe aus Kunststoff eingelegt. Ja, das wird einfach in den Beton eingearbeitet, dann kann die Schalungsform bis zur Oberkante aufgefüllt werden und dann sind wir mit dem Betonieren auch schon fertig. Den frisch gegossenen Beton habe ich dann noch über Nacht mit einer Kunststofffolie abgedeckt, sodass das Wasser, was im Beton enthalten ist, nicht so schnell über die Oberfläche verdunsten kann. So, das hat bisher alles reibungslos funktioniert. Den Beton kann man schon nach 12 Stunden ausschalen. Das bedeutet, morgen früh geht's weiter. So, da bin ich schon wieder. Würde ich sagen, schalten wir mal aus. Ist jedes Mal wieder ein spannender Moment, wie das Waschbecken denn aussieht. Wir werden es gleich wissen. Dann hätte ich auch mal noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Wenn euch das Projekt gefällt und ihr euch vielleicht das Waschbecken nachbauen wollt, findet ihr auf meinem Blog unter www.gray-element.de nochmal eine ausführliche schriftliche Anleitung. Und nicht nur zu dem Projekt, sondern zu allen Projekten, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Ja, wie gesagt, wenn ihr was machen wollt, schaut einfach mal vorbei. Würde mich freuen. Ja, wie ihr sehen könnt, macht man die Bodenplatte, das fängt Probleme. Da hilft wohl nur rohe Gewalt. Yeah.
Aber soweit, so gut. Ja, und jetzt kommt der traurigste Moment in dem Video. Jetzt müssen wir das innere Schalungselement nämlich leider komplett zerstören, aber geht nicht anders. So Leute, das fertige Betonwaschbecken habt ihr gesehen. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Auf jeden Fall, ich bin mit dem Ergebnis top zufrieden. Die Oberfläche nahezu perfekt. Ein paar minimale Lufteinschlüsse, aber die stören mich nicht weiter. Die gehören zur Betonoptik dazu. Und ich muss sagen, bisher mein bestes Betonwaschbeckenprojekt. Muss nicht so bleiben. Ich denke, ich werde in der Zukunft vielleicht mal noch einige ausgefallene Designs probieren. Und dann sieht man weiter. Also ich denke, beim Design, da ist noch einiges drin. Da kann man sich noch ausgefallene Waschbecken mal ausdenken und umsetzen. So, das war das fertige Waschbecken. Bevor man das Waschbecken natürlich dann verwenden kann, muss die Oberfläche noch versiegelt werden. Da werde ich jetzt aber heute nicht mehr darauf eingehen. Da habe ich in der Vergangenheit schon mal ein ausführliches Video gemacht, wo ich viele verschiedene Versiegelungen getestet habe. Werde ich euch mal da oben verlinken und dann könnt ihr es euch mal anschauen. Also ich denke, dass ich bei diesem Waschbecken dann eine Kombination aus einer 2-Komponenten-PU-Versiegelung und einem Osmo-Betonöl machen werde. Aber da muss ich jetzt erstmal noch ein paar Tage warten. Der Beton ist noch zu frisch. Und ja, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Werde ich euch den nächsten in den News dann darüber berichten. So, ja, mehr gibt es dann zu dem Thema Versiegelung eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Ja, damit wären wir dann heute am Ende. War jetzt ja doch ein längeres Video, aber ich denke, ihr habt wieder mal gesehen, dass man sich Designmöbel ganz einfach selber bauen kann. Da braucht man nicht viele Maschinen dazu. Wenn man jetzt sieht, was ich jetzt für Maschinen gebraucht habe, das waren ja die Tischkreissäge und die Kappsäge und vielleicht noch den Mischer. Aber das ist nicht, was man jetzt nicht als Heimwerker daheim haben kann. Und man hätte es ehrlich gesagt auch ohne bauen können. Also das hätte man komplett mit der Hand bauen können. Wäre kein Problem gewesen. Und wenn man ein kleines bisschen handwerklich begabt ist, dann sollte man das hinbekommen. Ich bin auch nur Heimwerker, kein Handwerker. Und wenn ich das schaffe, dann könnt ihr das auch schaffen. Ja, wie gesagt, heute wären wir am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch wieder ein wenig Spaß gemacht hat. Wenn ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Dürft einen Kommentar schreiben. Für diejenigen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben und weitere Videos von mir sehen wollen, einfach auf Abonnieren klicken. Dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wünsche ich viel Spaß beim Heimwerken. Macht's gut. Ciao.